Ja, hallöchen Leute und willkommen zurück bei Dead by Daylight. Heute bin ich mal wieder am Aufnehmen, einfach aus Jux und Laune. Und wir spielen heute tatsächlich mein nicht ganz so häufiges Gesicht. Wir spielen Feng Ming. Denn ich habe mit Feng Ming eine Daily am Start. Ich muss drei Leute vom Haken retten. Ja. Sollte machbar sein. Hoffe ich. Wir haben zwei Event-Gens. Das heißt, ich sollte auch auf jeden Fall versuchen zu überleben. Und ich habe eine Partyluftschlange gedroppt. Das heißt, wir kriegen nochmal 100% Punkte obendrauf. Und Punkte sind gerade sehr gut. Dann kann ich nämlich ein bisschen weiter leveln. Ich habe ja Anna prestigiert, also Prestige 2. Und naja, die braucht ein paar gute Perks. Denn sie hat 11 von diesen Offerings. Und ich weiß nicht, ob das, also dieses Event halt bleibt. Also ob man weiterhin diese Luna-Generatoren droppen kann, nachdem das Event vorbei ist. Das Event geht noch 6 Tage. Ich habe erst 18 Survivor-Münzen. Boah, da hinten. Fuck, ich muss retten gehen. Naja, komm, ich helfe dir mal schnell. Oh! Es ist ein Ledernacken. Och Mann! Warum hat der mich jetzt gesehen? Oh, da ist er schon wieder. Ganz, ganz schlecht gerade gewesen. Oh. Oh, wieder runter. Wollte ich jetzt nicht. Puh. Wäre ganz gut, wenn ich heute zumindest eine Daily schaffe, damit ich die nächste Daily noch krieg. Ich muss in seinen Radius. Es kann bei ihm gut sein, dass er Barbecue dabei hat. Oh, das ist nicht sein Ernst. Ja, jetzt hat das hat gerade geruckelt, Alter. Also, ich hatte Standbild gerade. Ja, so viel zum. Wir müssen Leute retten. Wichser! Flink! Naja, er scheint zu campen. Das heißt, die Daily wird in dieser Runde nicht vonstatten gehen. Schade. Naja, wir versuchen mal zu überleben.
versuchen natürlich auch zu retten, aber naja. In dieser Folge ist es wieder so wie in der letzten... Wow, das war knapp Dark Souls-Folge, dass ich meine Stimme nochmal mit OBS aufnehme. Ich weiß noch nicht, ich versuche gerade den Prozessor so wenig wie möglich zu belasten beim Spielen. Ich meine, beim Spielen den Prozessor so wenig wie möglich zu belasten ist gut gesagt, weil das Ding sollte eigentlich generell beim Spielen ausgelastet sein, glaube ich. Ich habe das Gefühl, er weiß nicht, wie er nach unten kommt. Haben wir vielleicht ein Totem, was ich zerstören kann? Ein Generator noch. Oh, okay, er hat Franklins Niedergang drauf. Der ist fertig, ne? Der ist fertig, okay. Er hat also keinen Grund, hierher zu kommen. Da ist noch ein Gen. Und hier drinnen. Da weint jemand. Ach, das ist der Bill. Okay. Er kommt hierher. Er geht wieder. Ja, seit gestern ist es nur noch so, dass kleinere YouTuber keine Werbung mehr schalten können. Also, dass dieses eingetreten ist, dass man 1000 Abonnenten braucht und eine Wiedergabezeit von 4000 Minuten. Oder eins von beiden, ich weiß es gar nicht. Einigen gefällt das ja nicht, aber ich muss sagen, mir ist das so relativ... egal. Hohohoho. Da war ich ziemlich dicht an ihm dran. Oh, der Anführer? Der Bill. Los, Bill, gib mir Stuff. Dann versuchen wir jetzt halt bloß noch so schnell wie möglich rauszukommen. Komm mal, er lässt ihn liegen. Oder, nee, doch nicht. Ich gehe erstmal öffnen. Ich versuche mal zu öffnen. Und... oh, da ist noch eine Kiste. Die könnten wir uns dann gleich noch holen. Wo? Frage ist halt, hat er Barbecue, ne? Also ich... er hat Barbecue. Mist.
Ich habe ihn! Weg hier! Fuck, ist auch noch verschlossen. Oh, da kommt er. Lauf! Da! Oh! Fuck! Da haben wir uns gegenseitig geblockt. Oh. Ah, er versucht uns jetzt safe zu erwischen, ne? Die Frage ist halt, hat der Bill den anderen Ausgang aufgemacht oder nicht? Das war ein... Ja. Super. Ja, damit haben wir verkackt, meine Freunde. Ich habe immerhin eine Person vom Haken geholt. Es ist schon mal ein Teil meiner Daily. Drei Leute muss ich. Naja. Es hingen aber auch bloß zwei Leute am Haken in dieser Runde, ne? Die zweite hätten wir haben können, aber die hat er becampt. Hier vorne. Also kurzzeitig. Ich weiß nicht, ob er weiter da gestanden hätte oder ob er mich überhaupt gesehen hat hier hinter wirklich. So, weiß er jetzt, wo ich bin, oder? Ja, er kommt direkt hierher. Guck mal, der hat safe... Ja, nun, los! Hä, was bist du für Noob? Ich hab keinen Strike mehr. Dachte der wirklich, ich habe noch einen Strike? Flink! Der Ausgang ist offen. Flink! Puh. Der dachte, glaube ich, gerade, er kann mir den Weg abschneiden. Oh! Shit! Ah! Da habe ich nicht drauf geachtet, wo er ist. Mann! Ja, hier um Haus rum ist ein Haken, ne? Shit! Ah. Ja, jetzt habe ich auch keine drei Versuche mehr, oder? Ne. Ah, so eine Kacke. Gerade richtig gehört, dass die Luke hier in der Nähe war?
Scheiße. Ah, ich hätte nicht losrennen dürfen. Naja. Was habe ich gemacht? 15.000, ja. You better just go. Ja, ich habe versucht zu gehen, mein Lieber. Ich habe es versucht. 40.000 Punkte habe ich circa gemacht. 30.000, okay. Ich meine auch heute gelesen zu haben, das Community-Ziel wurde erfüllt. Also für Feng Ming das Outfit wird am Ende des Events verfügbar sein. Oh, guck mal, wir haben sogar die meisten Punkte gemacht. Naja. Breestyle. Ah, der hatte nur ein grünes Barbecue, also Stufe 2. Der hatte alles auf grün. Naja. Ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen, auch wenn wir nicht rauskamen. Würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst und beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin sage ich mal, gehabt euch wohl und haut rein.